Kollegt alles andere als gut weg. Fehler von Scooby Job und die Führung geht erwartungsgemäß an Hubert Hornlein, der hier sofort das Kommando hatte gegen Iceland. Mr. Picolet hat einige Meter am Start verschenkt, aber jetzt rückt er bereits in die zweite Position an die Seite von Iceland, unternimmt dann aber doch keinerlei Anstalten, den führenden Hubert Hornlein anzugreifen. Das haben viele anders erwartet. Sanity aus der zweiten Reihe prächtig weggekommen, ist das zweite Pferd in der Außenspur. Und da kommt Nahar schon. So hat man es also offenbar abgesprochen im Quartier, dass Nahar frühzeitig aufrücken soll, um dann die Führung zu übernehmen von Hubert Hornlein. Aber den Braten hat Arcus Swanstead gerochen. Also wie angekündigt, ein Rennen, das taktischer hier kaum anders gelaufen werden kann. Und jetzt ist Nahar dann doch an der Spitze und Mr. Picolet hat die unerfreuliche Lage in der Außenspur. Das alles ist sicherlich nicht so, wie viele Theoretiker es vorher erwartet hatten. Nahar jetzt vor Hubert Hornlein, also die beiden Robert Berg-Pferde sind vorne, die 9 vor der 1. Dahinter geht die 3 Iceland innen, außen die 7 Mr. Picolet, hinter Mr. Picolet hat Sanity die 10. Ein Maßrennen, dahinter geht Deuxième Picsou in der zweiten Spur. Innen ist Harry Haythrow, die 6 zu sehen. So geht es dann durch den vorletzten Bogen auf die Schlussrunde. Letzte Gegenseite unter dem Kommando von Nahar in Angriffe genommen. Hubert Hornlein dahinter ist zweiter, außen Mr. Picolet, dann sieht man Sanity und innen Iceland, Vorstoß vom Ende des Feldes von Oracle. Die 8 kann da den Platz zusehends verbessern. Auch Deuxième Picsou ist noch mit von der Partie. Da geht Sanity jetzt in die dritte Spur. Fehler innen von Hubert Hornlein. Es geht in die Zielgerade. Nahar ist vorne. Nahar vor Mr. Picolet und außen Sanity. So wird die Zielgerade erreicht. Nahar mit der klaren Führung wird hier kaum noch verlieren. Dahinter der Kampf um das zweite Geld. Mr. Picolet geschlagen. Außen ist Sanity. Und innen kommt Deuxième Picsou. Und der wird noch gefährlich. Der schlägt Nahar. Der schlägt Nahar. Robert Berg ist geschlagen. Habe ich gesagt, der kann hier nicht mehr verlieren. Immer warten, bis das Ziel erreicht ist. Es ist hier Johann Untersteiners Tag heute. Deuxième Picsou gewinnt für 17-faches Geld. Ja, ist Robert Berg da auf dem Wagen eingeschlafen oder liegt es nur daran, dass das Pferd an der Spitze nicht so gut geht wie im Speed? Eigentlich hat er nichts verkehrt gemacht. Er hat gesehen, da kommt einer, aber bei Nahar kommt nichts. Da kommt überhaupt nichts. Und außen fliegt noch Harry Haythrow heran. Der wird Dritter geworden sein. Ein vermeintlich überlegener Sieg von Nahar ist wie eine Seifenblase geplatzt. Nach diesem Spätwirbel kreuz und quer durchs Pferd von Deuxième Picsou. Also wieder Johann Untersteiner, wieder mit einem 4%er. Wer hätte das gedacht, dass Nahar noch geschlagen werden kann, der hier bis Mitte der Zielgerade im gewöhnlichen Spaziergang vor dem Feld ging. Möglich ist eben alles.